Hallo Leute und willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Heute habe ich mir mal überlegt, wir nehmen den Ford Mustang. Ja, natürlich liefern. Und wir fahren dann auch gleich zu unseren Stuntrennen. Wir werden mal sehen, was da auf uns wartet. Stuntrennen haben wir ja schon lange keins mehr gemacht. Also mal sehen. Weltkarte. Wir sind hier oben. Und wir müssen hier runter. Dann fahren wir da mal einfach hin. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ach cool, hier hinter uns ist auch gleich ein Schild. Ununterbrochen von einem verlassenen Klassiker in der Nähe. Hilf mir ihn zu finden, damit sie endlich Ruhe geben. Ah, hier ist es ja. Da vorne ist auch gleich wieder so ein Aussichtspunkt. Wie viel kostet denn eigentlich dieses Haus? Können wir es uns leisten? Sehen wir uns das doch einmal an. Da wären wir. Nette kleine Doppelhaushälfte in Ambleside. Gepflegt, gemütlich und in der Nähe des Festivals gelegen. Und sehr, sehr britisch. Perfekt für Horizon UK. Was meinst du? Gemütlich aussehen tut es wirklich. Also nehmen wir es einfach. Großartig. Ich kümmere mich um den Papierkram. Dieses Haus steht seit Ewigkeiten zum Verkauf. Schön, dass es jetzt in guten Händen ist. Kann ich gar nicht verstehen, dass es schon so lange zum Verkauf steht. Ja, machen wir mal. Jetzt noch schnell zum Aussichtspunkt. Und dann ab zum Stuntrennen. Falsch. Wo ist dann der Aussichtspunkt? Ah, der ist da vorne. Was gibt es denn hier Schönes zu sehen? Das ist ein nettes kleines Dorf. Hier würde ich jederzeit auf eine Tasse Tee und ein Sahnegebäck einkehren. Aber so gewinnt man keine Rennen. Ja, dass es ein nettes kleines Dorf ist, da hast du wohl recht. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja. In 400 Metern rechts abbiegen. Wir biegen schon vorher rechts ab. Was wohl kenne, so sehr gut die Idee war. Ja, ich möchte wieder auf die Straße. Ach, hier ist sie ja. Rechts abbiegen. Ich kann zwar Mauern umfahren, aber ich kann keine Blumen drüber umfahren. Das immer so ungewohnt ist, auf der richtigen, auf der linken Seite zu fahren. Ja.
Ford Mustang ist so mal ein schönes Auto, um hier so schön die Gegend zu erkunden. Verleitet einen sogar nicht zum Schnellfahren, sondern einfach so ein bisschen zu cruisen. Okay, cruisen mit so 200, wenn man es so nennen kann. Metern links abbiegen. Sollen wir hier das Rennen noch fahren? Nee. Links abbiegen. Aber da vorne bei der Windmühle Aussichtspunkt, das sollten wir uns mal ansehen. Da sind wir jetzt schon zweimal vorbeigefahren. Sorry. Kannst du sagen, ich schaffe es mir nicht zu merken, hier einfach nur links zu fahren. Rechts abbiegen. Mal sehen, was unser Kumpel hier für uns noch hat. Schön, dass du wieder an Bord bist. Beim nächsten Stunt ist Können, Finesse und Trägheit gefragt. Ich gebe dir schon mal das Stuntfahrzeug, damit du dich dran gewöhnen kannst. Aber mach mir nicht so viele Kratzer rein, okay? Es soll schließlich schön glänzen, wenn wir am Drehort ankommen. Okay. Ja, wir haben einen schönen Lambo. Mir persönlich gefällt Lamborghini viel besser als Ferrari. Und euch? Schreibt das doch mal in den Kommentaren. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Noch dazu so ein gelbes Grün. Auch von innen sieht das schön aus. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ja, Anna. In 200 Metern links abbiegen. Machen wir. Abbiegen. Gut gemacht. Hier bei diesem Rennen marschiert Rase zum Zielort. Dabei haben wir genug Zeit, 6 Minuten für, was haben wir gehabt, ich glaube 8 Kilometer, und dort vollkommen ausreichen. Links abbiegen.
wieder ein Sprung. Und irgendwie immer noch für denselben Film. Die wollten das wohl erst am Computer machen, aber es sah dämlich aus. Deswegen machst du das jetzt in echt. In 200 Metern links abbiegen. Okay, machen wir auch gerne. Okay, wir sind da. Das wird nicht einfach. Ein Sprung über den Fluss. Felsiger Untergrund. Konzentrier dich und beschleunige ordentlich. Weggemacht, Sir. Denk nicht an den Fluss oder die Felsen. Konzentrier dich nur auf deine Geschwindigkeit und die Rampe. Du solltest mindestens 160 Sachen drauf haben, um sicher drüben zu landen. Schätze ich mal. Wenn so ein Autosprung schief geht, wird das schmerzhaft, glaub mir. Wir haben die Aufhängung aber verstärkt und eine Mehrlenkerachse verbaut. Mehr können wir nicht tun. Viel Glück. Okay. Dann wollen wir mal. Szene 67, Wasserfallsprung. Action! 91 Meter müssen wir schaffen. Schnell, flach und gerade. Du schaffst das. Aber schnell. Leichtigkeit haben wir das geschafft. Geht's dir gut? Natürlich geht's dir gut. Warum auch nicht? Ich war keine Sekunde lang besorgt. Was machen wir als nächstes? Dieses Rennen hier. Unser Aussichtspunkt wollten wir auch noch. Sieht doch irgendwie wirklich schön aus. Bei nächster Gelegenheit wenden. Mal sehen. Kennst du diese Fernsehsendung, in denen die Leute aus der Stadt wegziehen, um hier zu wohnen? Naja, man kann schon verstehen, warum, oder? Ja, eigentlich schon. Bei nächster Gelegenheit wenden. Okay, da kommt eine Blitzerzone. Du gibst Vollgas und ich tracke deinen Schnitt am Laptop. Drück drauf! Ich glaube nicht, dass es reichen wird. Dachte ich mir schon, dass für 3 Sterne zu wenig sein wird. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, wir nehmen den Ford GT.
Fort Mustang GT, meint er. Sieht doch ziemlich cool aus. Die erste Kurve natürlich voll vermasselt. Wir könnten zu zweit noch Erster werden. Werden wir in der Zwischenzeit auch nicht mal so. Aber wenn wir es haben können, können wir natürlich gern. Vorne ist auch schon das Ziel. Und wir sind Erster. Neuer Erfolg. Begnadeter Fahrer. Wir bekommen wieder einen Wheelspin. Qualifiziert für Horizon Live. Okay. Sogar einen Super Wheelspin. Uhr und 490.000. Darüber kann man sich nicht beschweren. Alfred, du hast es in den Horizon-Kader geschafft. Wie auch nicht nach allem, was du hier im letzten Jahr geleistet hast. Treffen wir uns auf dem Festival und holen dir dein Armband. Okay. Fahren wir einfach mal hin und sehen, was wir bekommen oder was jetzt ändert. In 200 Metern rechts abbiegen. Genau in den Baum. Ich hoffe, ihr habt eine Mordszeit. Einen leichten, erfrischenden Frühlingsregen für euch vorbereitet. Er könnte sich bewegen. Er könnte auch noch frisch machen. Wer weiß das schon? Eine Sache.
Okay, Leute, diesmal war es, glaube ich, nicht so eine gute Idee mit der Abkürzung hier. Vielleicht von hier? Ja, hier geht das. Vorne kommt gleich ein Schild. Das nehmen wir natürlich gleich wieder mit. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Metern rechts abbiegen. Ja. Rechts abbiegen. In 200 Metern scharf rechts abbiegen. Hätten wir nicht auch geradeaus fahren können? Irgendwo bin ich jetzt falsch gefahren, ne? Du hast dein Ziel erreicht. Hallo Alfred. Glückwunsch, du hast es in den Horizon-Kader geschafft. Aber das ist erst der Anfang. Von nun an teilst du das Erlebnis mit allen anderen Fahrern, die es in den Kader geschafft haben. Mach dich mit den anderen bekannt, denn alles kann mit einer Kolonne von bis zu 6 Fahrern angegangen werden. Was du wirklich willst, ist ein goldenes Armband. Eine Ehre, die nur den echten Superstars des Festivals zuteil wird. Leuten wie Alex und Rebecca. Sie sind die Besten auf ihrem Gebiet. Wer genau ein goldenes Armband bekommt, entscheide ich. Und die Tausenden von schreienden Horizon-Fans. Worauf wartest du noch? Oh, und der Forzaton ist zurück. Dieses Mal gibt es täglich und in jeder Saison neue Herausforderungen, in denen du die Chance hast, die besten Belohnungen von Horizon zu gewinnen. Das ist noch nicht alles. Pünktlich zu jeder Stunde lädt dich Forzaton live ein, dich mit anderen Kaderfahrern zusammenzuschließen, um die spannendsten Horizon-Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Wenn dir der Sinn nach mehr Wettkampf steht, beim Teamabenteuer treten 2 Teams mit 6 Fahrern gegeneinander an. Wähle nur Rennen für reine Rennen, nur Spiele für Spielplatzpartien oder alles ist erlaubt für eine Mischung aus beidem. Bilde ein Team mit deinen Freunden und bring den Asphalt zum Rauchen. Wenn du soweit bist, kannst du an gewerteten Veranstaltungen teilnehmen und in einer Liga gegen die stärksten Fahrer bei Horizon antreten. Okay. Von Frühling zum Herbst. Aber naja. Hallo Alfred. Ich brauche deine Hilfe beim Promoten der neuen Herbstrennsaison. Bist du dabei? Lobleser, was gibt es Neues diese Saison? Der Sommer mag vorüber sein, aber das Festival bleibt hier. Die Horizon Herbstsaison ist da mit neuen Veranstaltungen in ganz Großbritannien. Okay. Ich rufe gerade deine Herbstveranstaltungskarte auf. Willst du sie dir mal ansehen? Sehen wir mal. So sehr ich die Wissenschaft des Rennens auch liebe, ich muss zugeben, dass ich die Wissenschaft der puren Geschwindigkeit auf gerader Strecke auch mag. Das ist die Horizon-Beschleunigungsstrecke. Und? Bist du bereit, Gas zu geben? Chief, ich brauche sie. Und zwar schnell, wir müssen hier weg. Das Halo Experience Rennen. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Horizon,
Horizon Festival Beschleunigungsrennen. Ja, das sehen wir uns mal an. Links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, Dorkstrecke finde ich cool. Mal sehen. Starten. Wir haben gewonnen. Nächstes fahren wir dann da vorne das Rennen. Waterhead Sprint. The digits, so they got him in the gutter. You will find it when the road hits the rubber stamp. Welcome to the underbelly, fall with the upper hand, please. I tell myself, breathe, tell you part of my reach. I just believe it through the heart of the dream. Mal sehen, ob wir gewinnen können. Platz hätten wir schon wieder mal. Vierter. Warte nicht, so schnell ist der kein Rennen, oder? Aber wir kommen ja immer näher. Jetzt doch. Weiter. Ja,
Na, mit dem zweiten Platz gehen wir uns auch zufrieden. Ja Leute, morgen gibt's dann das Hilo Show Rennen. Also danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.